Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit unserem Nameless. Ich war ein bisschen Zeugs besorgen, ich bin gerade dabei, uns Mischung herzustellen. Wir hatten ja um die 2000 Zement, wenn ich es noch richtig weiß. Genau. Das nehme ich jetzt alles mal hier raus. Die Mischung haben wir schon mal vorbereitet. Ich würde gerne 2000 Mischung mal herstellen. Da müssen wir allerdings gucken. Ich habe nämlich noch wenig Bruchsand und habe deswegen schon mal Stein geklopft gerade. Und da gehen wir auch gleich noch den Rest holen, würde ich sagen. Wir machen 2000 Bruchsand, das müsste dann reichen. Die mische ich uns schon mal an. Sehr gut. Und jetzt kann ich hier schon 200 machen. Ich brauche allerdings noch 400 Steine. Ich habe da draußen so einen großen Steinklotz abgehauen. Den werden wir uns wahrscheinlich gleich nochmal zu Gemüte führen. Zum Händler müssen wir eine Quest holen, Zeugs verkaufen. Ganz kleines bisschen möchte ich noch drüben die Falle aufwerten. Ich hoffe, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben. Lass mich mal kurz gucken. Dann bauen wir die 16. Ist das alles? Ja, ich muss noch ein bisschen mehr Stein farmen gleich. Aber das passt. Was mir nämlich jetzt gefehlt hat, sind Wrap-Kits, weil die Dings bald durchgeht. Dann machen wir uns kurz Reparaturkits, würde ich sagen. Da brauche ich Klebeband. Da brauche ich auf jeden Fall die Barren kurz. Ich würde sagen, wir hauen die alle durch, oder? Rappity-Mappy. Wie viel können wir? 13. Das ist schon mal gut. Dann kann ich das Ding reparieren, das Zeugs holen. Das passt schon mal. Dann habe ich ja hier meine Händlerkiste. Da hole ich jetzt alles raus. Dann fahren wir kurz zum Händler, nehmen uns eine Quest mit. Ich würde gerne eine Quest in der Wüste machen, weil wir in der Wüste Ölschiefer besorgen wollen, ne? Und da drüben die Falle muss ich dann natürlich nochmal ein bisschen nachbauen. Ich kann ja schon mal mit euch hinfahren. Ich habe nämlich auch hier ein ganz kleines bisschen offscreen die Treppe weggeschlagen schon mal. Ist ja sehr zeitintensiv, obwohl ich mittlerweile auch meine Spitzhacke gemoddet habe. Ne? Also die Treppe setzen wir eins nach vorne. Dann habe ich an der Schräge, am Übergang zu unserem Käfig, noch eine Kleinigkeit, die ich probieren will. Aber alles mit der Zeit, ne? Jetzt gehen wir erstmal kurz zum Handy. So, meine Lieben. Und dann holen wir uns den Rest Stein da hinten noch ran. Jawohl, ja, das macht ihm Spaß. Ich spüre es. So, dann haben wir doch einen wunderschönen Ablauf. Und was ich auch noch gucken wollte, haben wir nicht das Rezept für die Zigarre eigentlich schon gehabt? Pflanzenfasern, Papier, Testosteronextrakt? Test. Ey, da müsste ich mal fast gucken. Habe ich noch keins gelootet, oder? Das wüsste ich ja, wenn ich das eingelagert hätte, weil ich habe nämlich keine Idee, wo ich das einlagern würde. Vielleicht kann ich aber bei dem kurz was kaufen. Testosteronextrakt. Ich weiß aber, das gibt's, ne? Das haben wir im alten Spielstand auf jeden Fall mal gehabt. Sag mal, hast du sowas da? Nö. Nö. Hat er nicht da. Aber es macht jetzt auch nichts. Pass auf, ich hau das jetzt alles mal hier weg. Was wir nicht brauchen. Jetzt haben wir nämlich einiges gesammelt. Hier, guck mal, alleine die Kohle zum Umwandeln. Das Buch, habe ich gesagt, kommt weg. Das kommt weg. Das haben wir alles schon gelernt. Das darfst du auch haben. Die kannst du alle haben eigentlich. Jo. Die kannst du haben. Stahlvorschlaghammerteile kannst du haben. Ich muss nochmal gucken, dass ich nicht das Falsche verkaufe. Ein paar habe ich jetzt nämlich auch daheim nochmal eingelagert. Wow, jetzt haben wir schon mal ziemlich cool Kohle zusammen eigentlich, ne? Wenn ich so zurückblicke. Lass mich mal kurz durchgucken. Ich würde schon gerne hier auch aufbauen. Ziehen wir mal fertig hin, versuche mehr Schaden an gepanzerten Gegnern. Weißt du was? Das wird ja eh das nächste Ziel. Kaufen. Bauplan Magnum. Kaufen. Das war es aber wohl schon. Weil ich brauche jetzt erstmal kein Fahrzeug oder sowas. Ich gucke jetzt hier auch nochmal ganz grob durch. Das werden wir jetzt in Zukunft alles rauskaufen. Den Nachtpirscher, den habe ich dir vercheckt, glaube ich, gell? Alles klar, eine Quest wollte ich noch mitnehmen. Warte mal, wo würden wir denn hinwollen? Südlich, südöstlich, südwestlich ist eigentlich wurscht, ne? Die ist nördlich, das ist falsch. Westlich, Süd, Südost, eine von den beiden Quests. Beseitige Zombies. Abholen. Ene, mene, Mist, das rappelt in der Kiste. Ene, mene, Meck, und du bist weg. Weg bist du noch lange nicht. Ich nehme jetzt die hier so. Alles klar. Lass mich mal kurz gucken. Die müsste ja normalerweise jetzt hier so. Lass mich mir das kurz auf der Karte sehen. Ach, da hinten ist sie. Alles klar. Weißt du, wegen Ölschiefer, dass wir anfangen, uns Benzin herzustellen. Das möchte ich auf jeden Fall. So, jetzt kommt der große Moment. Finde ich den Steinhaufen nochmal? Der war. Irgendwo war der. Da habe ich jetzt die ganze Zeit drauf rumgehackt. Ich glaube, hinterm Spielplatz müsste der gewesen sein. Ey, und was ich eigentlich auch kurz gucken wollte, kommt, bevor es dunkel wird. Es haben nämlich, glaube ich, ein paar geschrieben, dass ich da vielleicht für mich was bekomme.
Ich weiß nur nicht mehr, wo der Brunnen war, genau. Hier war der nicht, ne? Oder? War der doch da? Lass uns mal ganz kurz hier durchfahren. Ich will nur was schauen, schwimmen. Ich finde ihn jetzt nicht mehr. Wann bin ich denn das letzte Mal vorbeigekommen eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Nächstes Mal, wenn ich am Brunnen vorbeifahre, müssen wir auf jeden Fall kurz anhalten und gucken. Ich glaube, da haben einige geschrieben, da kriege ich Gartensachen, ne? Jetzt machen wir mal den Stein fertig. Nicht so viele Baustellen auf einmal aufreißen am besten. Ja, fertig machen ist gut. Hier halt, bin ich die ganze Zeit drauf geguckt, ne? Und hab gefahren wie ein Wilder. So. Wir haben jetzt aktuell 1600. Das muss auf jeden Fall auf 2000. Habe ich noch einen Kaffee dabei? Zack. Das muss auf 2000 und dann noch für Flagstone ein paar. Wobei ich da schon mal gucken könnte. Ne, so schreibt man es aber auch nicht. Ey, das Testosteron. Ah ja, Lehm hat gefehlt, richtig, erinnere mich. Müssen wir auch noch gleich ein bisschen schippen. So, die Zigarre bauen wir, sobald wir das Testosteron-Zeug haben. Sehr cool. Und skillen müssen wir wieder, ne? Ich glaube, wir haben Skillpunkte. Zwei Stück sogar durch die Horde-Nacht. Ha, es ist nicht leicht, wenn man alles will und sich entscheiden muss. Die haben wir jetzt schön hergerichtet, das passt auch. Vom Landleben war zum Beispiel was, wo ich gerne noch ein bisschen aufgebaut hätte. Standhaftigkeit Level 3, Landwirt. Beeren und Gemüse, den möchte ich als nächstes. Den, Lucky Looter, ich mache das jetzt einfach. Hier einmal drauf und dann auf vom Landleben die nächste. Oh, ich muss 3 Punkte reinhauen. Ja, ist okay, weiß ich Bescheid. Der nächste Punkt geht da rein und den kriegen wir ja heute in der Folge. Und dann kann ich da meine Beete oben auch entsprechend nochmal ein bisschen reichhaltiger gestalten. Ne? So, jetzt klopfen wir noch so bis kurz vor 7:30, würde ich sagen. Dann gehe ich heim, hau die Mission durch, bereite mich vor. Wir nehmen was zum Trinken und zum Essen mit für morgen früh. Dann kann ich nach unserem Lootgebäude nämlich Ölschiefer farmen. Dann hauen wir Benzin durch, dann basteln wir Molotows und werden die Falle ein bisschen aufwerten noch, ne? Werden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht schaffen, weil ich noch Lehm besorgen muss. So, wir sind jetzt bei... Ach ja, die muss ich natürlich jetzt auch noch, wenn ich sie schon gekauft habe. Ja, ein bisschen würde ich noch mitnehmen. Noch 2 Block. Und dann gehen wir los. Machen wir es uns gemütlich irgendwo heute Nacht. Freue mich schon aufs Looten jetzt. Nach der Horde-Nacht ist immer schönste. So. Wie viel Flagstone hast denn du? Kann man damit schon was anfangen? 26. Willst du die kurz verbauen, bevor wir gehen? Er will. Er will! So, meine Lieben. Die Geschichte haben wir. Fahren wir kurz rüber. Müssen wir mal demnächst, sobald Mats da sind, baue ich die Brücke rüber, ne? Halt, wo fährst denn du hin? Nimm das. Stimmt schon, stimmt schon. So, halt kurz hier an. Ich muss nämlich schauen, also das hat mir schon gut gefallen. Hier werden wir auf jeden Fall umbauen. Da will ich eine andere Schräge probieren. Oh ja, das habe ich auch nicht weggemacht. Ich habe die Treppe so abgerissen. Ich habe nicht alles einzeln abgebaut. Ich habe unten oben alles ausgehöhlt, bis es runtergeknallt ist, weil die gehen schneller weg. So, jetzt ist wieder sauber. Ja, und dann basteln wir die Treppe hier dran. Dann sind wir eins weiter vorne. Wollen wir das wenigstens kurz machen? Ich glaube, das machen wir kurz. Shape, Trap, Flap. So genau habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. Allerdings kann ich die wahrscheinlich nicht ganz aufbauen. Weil ich zu wenig Mats habe, ne? Aber jetzt habe ich ja schon mal Stein besorgt. Also so langsam wird es schon. Kann man das? Nur mal, dass ich es fürs Auge schon mal habe. Oder bricht mir das da zusammen, wenn ich das nicht runterziehe? Das kann man ja die Tage machen. Ich habe gar nicht geschaut, ob es Rebar-Treppen gibt. Jetzt habe ich schon angefangen, es ist wurscht. So, meine Lieben, Thema ist erledigt. Gerade so reicht die Treppen runterzuziehen. Warte mal, bauen wir noch 2 Stück hier drunter. Einen hier und den letzten nochmal für die Treppe. Jo, ich nehme halt an, dadurch haben wir jetzt den Vorteil, dass der Weg nicht mehr so weit ist bis zu uns. Ich nehme an, dass sie dann da wenig herumkratzen. Später wird es aufgewertet sein. Hier wird es praktisch, den lassen wir den Bereich, der hat gut funktioniert. Hier drin müssen wir aufwerten, das muss richtig stabil sein, links und rechts. Und hier kommen die anderen Schrägen hin und ich erhoffe mir dadurch, dass wir etwas
die Zombies abbremsen. Hier muss man es ja so auflassen, dass sie rüberkommen überhaupt. Und hier habe ich auch noch eine Idee mit Klappen. Das werden wir die Tage auch noch anschauen. So, das wollte ich machen, sobald wir zurück sind, wenn wir hier schön aufwerten. Kannst du hier rüberspringen? Tatsächlich, unser Leben ist. Jetzt pass auf, jetzt geht es um die Mischung. Hier ist ja leer, ne, für heute Nacht. Ja, perfekt. Was ich noch probieren wollte, ich habe nämlich unten die Türen, sollte man langsam reinbauen. Dass wir einfach ein bisschen einen Schutz haben. Für die Türen brauche ich doch auch die Barren hier, ne? Pass auf, ich guck kurz. Zwei Türen hätte ich gerne. Ja, zwei Eisentüren. Und dann hätte ich gerne, sagen wir mal so 10 Asphaltblöcke. Ölschiefer, den habe ich komplett verballert. Also auch nach der Horde Nacht dann, ne? Ich sehe kein Ölschiefer mehr, alles klar. Waren das, was waren das? Die Warp Kits. Gut. Also dann gucken wir uns dann die Tage danach nochmal um. Das bleibt jetzt beim Händler, soweit ist klar. Dann schauen wir mal, wie weit ist denn der Mischer eigentlich? Vielleicht baue ich mir da noch einen zweiten irgendwann. Betonmischung. Sehr schön. Das hier würde ich rüber machen, weil das ziehen wir uns nämlich dann da wieder raus. Die. Nee, war mal anders. Na, reicht's nicht oder sowas. Das waren die Bauutensilien. Dann kommt das hier hin. Zement, das ist auch Bauutensilie. Den Stein mache ich jetzt mal hier mit rein. Und dann ist das auch schon wieder aufgeräumt. Und weil wir eh schon gerade bei Bau waren, den Hammer hier rüber. Kaffee muss ich keinen mitnehmen, oder? Heute Nacht. Mein Wichtig ist mir meine Tools. Schmerztabletten habe ich. Das scrap ich. Munition müssen wir wieder nachbesorgen. Wenn wir viel mit der Keule machen heute. Schmerztablette habe ich. Unterbrecher habe ich. Passt. Falsches Ding da. So, so war es gemeint. Wo sind die? Habe ich nicht gerade eben zwei Türen gemacht, Leute? Ah, die sind noch hier drin. Die sind noch, die brauchen aber lang. So, trinken, Essen mitnehmen für morgen früh. So langsam, aber sicher. Zwei würde ich sagen reichen. Und nimm dir mal noch so einen Chili-Dog mit oder sowas. Der ist hauptsächlich für morgen früh gedacht. Da esse ich dann jetzt zwei davon. Trinken müssen wir nicht. Hat er erst. Sehr cool. Gläser weg. Wie viele Chili-Dinger hast denn du noch? Nicht mehr viele, ja? Gar keine mehr. Und hattest du nicht aber auch Thunfisch? Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Thunfisch. Ach, richtig, es ging ums Maismehl. Ein Maismehl, zwei Maisbrot. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir oben mit dem Mais bergstellig werden. So, für den Fall der Fälle sollten wir mitnehmen einmal Schlösser knacken. Und die Dings habe ich leider keine mehr. Aber Schlösser knacken ist das Wichtigste. So, Kaffee wegräumen. Geh mal los, oder? Hau mal ab. Brauche ich noch irgendwas? Sieht so aus, als ob ich die Hälfte vergessen hätte, gell? Nö, wir können los. Ölschiefer farmen wir dann. Das oben läuft durch. Ach, die Türen wollte ich noch einbauen. Da haben wir nur das Problem. Ja, doch, das reicht. Ne, hier will ich versuchen, mit Asphalt aufzufüllen. Hier die Kanten. Weiß nicht, ob wir die Sachen hier aufgefüllt kriegen, aber das werden wir sehen. Was passiert denn, wenn ich hier. Nix. Ne, ne, müssen wir auffüllen. So, und die zweite Tür, die haue ich hier rein. Dann haben wir auch hierfür. Siehst du hier zum Beispiel? Da hoffe ich, dass ich Asphalt reinkriege. Schockstab Repulsor Mod. Die sieht ja frisch aus, oder? Alles klar, ne, es gefällt mir so, ist okay. Meine Lieben, hau mal ab, oder? Gehen wir ein bisschen looten. Haben wir uns verdient. Habe ich jetzt alles dabei? Wie ich da die ganze Zeit das Gefühl habe, ich habe die Hälfte vergessen. Komm, wir hauen ab. Ich muss jetzt los. Ab in die Wüste, 1,3 Kilometer. Da werden wir jetzt hier durch die dunkle, dunkle Nacht fahren. Kann sein, dass ich ein kleines Schnittle mache. Lass mal kurz gucken. Boah, jetzt fahren wir erstmal noch zusammen, solange es hell ist. Lumdi-lum, das ist ja nicht so weit mit dem Motorrad, ne? Plus Sprit habe ich nicht mehr allzu viel. Holen wir uns dann morgen auch in der Wüste. Sprit.
Da hinten ist die Kirche. Die habe ich gesucht, die Tage. Da möchte ich rein. Nächstes Gebäude. Da ist auch der Brunnen, ne? Komm, wir gucken mal kurz. Ich guck mal kurz, was ihr gemeint habt wegen Gartenzeug. Ach, das wahrscheinlich hier die Blumen, ne? Aber die Blumen, auf die bin ich gar nicht so wild. Im Moment, da drüben wachsen, aber da kann man ja mal irgendwann rübergehen und die Blumen abfarmen, ne? Ja, das ist schon recht. Ach, zwischen Hopfen und Kartoffeln hat es zwischendrin. Das habt ihr gemeint, gell? Alles klar. Ja, auf dem Heimweg, wenn ich noch Platz habe im Inventar, ich will mich jetzt nicht verstopfen, dann gehen wir daher und dann holen wir das Zeug raus. Wo will er hin? Ist mein erster. Wie lange halt? 1200, das heißt, das war einer mit gelben Augen, ne? Deswegen hat er auch jetzt so viel Leben gehabt. Bleibt man noch dran, ich habe ein blödes Gefühl jetzt. Brauch bloß in eine Horde reinrasseln. Dann kenne ich mich, dann kann ich ja eh nicht einfach weiterfahren, ne? Okay, komm, wir fahren zusammen runter. Oder? Nix, ich hole euch dazu, so wie wir es immer machen. Anfahrtsweg, wenn ich kurz davor bin, hole ich euch dazu. Bis gleich. Sprit ist natürlich genau ausgemessen, dass es reicht bis zum Gebäude. Wir müssen morgen auf jeden Fall Ölschiefer besorgen. Ganz, ganz viel. Oh, schön. Auf das freue ich mich. Ich glaube, das haben wir zwar erst gemacht, aber da freue ich mich echt drauf. Das finde ich ziemlich gut. Ja. Das wird schon recht. Also Ölschiefer und ein bisschen Sprit besorgen. Ölschiefer. So, Leute. Geh mal looten. Das hau ich rein. Oh, das ist sehr schön zu wissen mit dem Dings. Da freue ich mich auch drauf, wenn wir das Zeug holen. Das bleibt hier. Das habe ich für morgen früh gedacht. Super leeres Inventar. Nehmen wir es. Also gut, Dreierquest. Die nehme ich natürlich immer mit. Da habe ich nämlich irgendwann mal vor, einen richtig schönen großen Raum mit dem zu malen. Wer ist nicht da? Den habe ich noch nie gesehen. Das ist ein neuer Biker, ne? Was steht da? Beat me down? Beat? Habe ich auf das Hanna? Ey, den habe ich noch nie gesehen. Alter, wie gut. Gute Kluft haben sie dem angebaut. Schön. Neuer Zombie gesehen. Der kommt bestimmt nochmal. Kommt der erst ab einem gewissen Tech-Level, weil wir den noch nicht gesehen haben, oder wurde der erst vielleicht reingepatcht im letzten Patcher? Wer weiß. Ist ja egal, Hauptsache wir haben den jetzt auch mal gesehen. So, heute mache ich aber nur eine Loot-Runde. Ich werde heute nichts abbauen oder so. Es sei denn. Aber das sage ich ja jedes Mal und mach's dann. Die lasse ich jetzt ausstehen. Jetzt erinnere ich mich auch, wann wir da waren. Ist echt noch nicht so lange her. Müssten wir eigentlich zügig durchkommen heute, oder? Naja, wäre schon recht. Weil je schneller wir durch sind, desto mehr Zeit bleibt mir morgen früh. Blöd, Mimi. Okay, danke schön, ich nehme alles zurück. Was war denn das? Nachtsichtbrille. Aber wahrscheinlich nicht mehr. Wie kann man die aktivieren? Ja, gut. Ich finde es jetzt weniger spektakulär. Irgendwie tut es in der Augen weh ein bisschen. Guck mal hier. Ja, aber cool. Es ist doch okay. Haben wir die auch? Vielleicht brauche ich sie. Können wir ja mal in der Hordenacht mitnehmen, ein bisschen rumprobieren. Ist so, schöne Geschichte. Nachtsichtgerät. Haben wir mal gefunden irgendwann? Was ist das? Kommt mir gerade so neu vor. So, machen wir hier zu. Ich komme gleich auf dich zurück. So, ach ja, schön. Mich voll aufs Lootründle gefreut jetzt. Eine Schiene, flotte Biene. Ölschiefer darf ich nicht vergessen, ne? Das war wichtig, wichtig. Öl machen, Benzin machen. Wir haben ganz, ganz viel Bedarf.
Ups. Bupsti, liegt da im Eck. Karneval, der Gude. So, oh, was mir auch gerade einfällt. Es ist jetzt schon einige Folgen her, durch die Vorproduktion halt. Das kennt ihr ja. Ihr habt geschrieben, ich habe in der Waschmaschine mein Geld. Da muss ich direkt nachgucken, weil ich habe nämlich in die Waschmaschine nie mehr reingeguckt. Habe ich wirklich Geld da drin versteckelt? Das nehme ich natürlich mit, ne? Also Zement und Cobblestone. Ey, wenn ich da wirklich Geld drin habe, bin ich mal gespannt. Wieso? Willst du das nehmen? Ich meine, das ist schlechter von den Werten, aber du hättest mehr Platz. Nee, irgendwie hat er keinen Bock auf das Stoffzeug. Die Nachtsichtbrille, die schickt mich gerade so ein bisschen. So. Schöne Geschichte. Gucke ich natürlich gleich, wenn wir daheim sind, das nächste Mal. Ob ich da wirklich noch Kohle habe. Motorradlenker? Motorradlenker. Ein Teil zur Fertigung eines Fahrzeugs. Mini-Motorradlenker. Das habe ich nur falsch gelesen gerade. Ich dachte nämlich gerade, den kenne ich gar nicht. Brauchen wir beide nicht, können wir verchecken, ne? Ja, Cobblestone, Zement und all das Zeug nehme ich natürlich mit, das ist klar. Das lassen wir nicht liegen, weil das brauche ich nämlich, gerade Cobblestone. Da können wir nämlich ruckzuck Flagstones herstellen, dann ist das Thema nämlich mit der Falle auch schon wieder erledigt. Ja, die Knäufe. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich Benzin, aber ich habe dann die Taschen zu schnell voll, wenn ich jetzt hier 10. Machen wir nicht. Guck mal. Warte mal, geschwind. Ausrüsten, reparieren, zerlegen, fallen lassen, Rezepte. Kann man die nicht verändern? Ausrüsten, reparieren, zerlegen, fallen lassen, Rezepte. Der sieht aber doch so aus. Doch, kann man sie verändern. Reparieren, zerlegen, fallen lassen, Rezepte. Ich hab, bin gerade total, stehe gerade voll neben mir, wie ich es schaffe, dass ich da jetzt Farbe reinmachen kann. Beispiel. Warte mal, geschwind. Ich muss mal ganz kurz. Ich gehe hier drauf. Verändern. Ist mir das noch nie aufgefallen, dass man die nicht verändern kann? Komm, ich gehe am besten schnell weiter. Ist bestimmt wieder so ein Noob-Moment. Nemi, soweit ist klar. Das gleiche Spiel wie das letzte Mal. Ich bin hier drin rumgeartet. Ja, die Treppe war's. Wieso kann ich den Dings nicht verändern? Egal. Egal. So. Ja, naja, das war doch das Gebäude, wo ich dann auch ausgeladen habe. Dann bin ich hier wieder rein, dann bin ich wieder raus. Passt. Ist aber schnell. Du bist aber schnell. Ja, es ist auch spät. Wenn es spät ist, sind die Zombies immer schnell. Hast du das schon vergessen? Stück. Geld zum Umtauschen, sehr gut. Nix. Jo, jetzt finden wir auf einmal noch einen Haufen Säure. Aber durchs Buch, ne? Wir haben nämlich ein Buch. Hier ist alles soweit klar. Hier ist auch alles soweit klar. Wir gehen ums Eck, weil wir das Gebäude kennen. Jo, ich freue mich gerade, dass ich noch ein ganz kleines bisschen mich dran erinnere. Haufen Säure, ne? Das Rezept hat sich gelohnt. Ist kein Versteck, ne? Nee, nee, nee. Ja, komm. Ich freue mich voll auf die nächste Hordenacht und auf die Änderungen an der Falle, ob sie funktionieren, rumtüfteln wieder. Ich muss nur dafür sorgen, dass wir genug Muni haben, ne? Sehr cool. Richtig, Shotgun-Muni müssen wir auch herstellen. Ich überlege gerade, habe ich da schon was vorbereitet? Nee, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ausrüsten, reparieren, zerlegen, fallen lassen, Rezepte. Ich drehe durch. Wo bist du denn, wo so ein Lärm macht? Unten wahrscheinlich. Ja, pass mal auf, ich mache mal hier kurz zu. Ich will das nämlich kurz checken. Shotgun. Grober Schrot, Schießpulver. Ja, müssen wir jetzt halt gucken, dass wir Kohle irgendwo farmen, ne?
Bis du drin bist, bin ich durch. Ja, Kohle, Ölschiefer. Manchmal sind sie einfach schnell vom Landleben. Bämsle. Schön, das Landleben haben sie ja auch verändert, sehe ich gerade. Brauchst nur noch 3 Punkte, es waren doch vorher mehr, oder? Hm. Ja, komm, geh weiter. Ich habe doch einen Stuhl gerade aufgesammelt, den wollte ich eigentlich gar nicht aufsammeln. Erbsen. Sehr gut. Sehr gut. Was kriege ich denn eigentlich, wenn ich das scrap? Das brauche ich momentan dringlicher. Das, den Brunnen darf ich nicht vergessen. Guck dir das an. Die mache ich jetzt auch klein. Da haben wir ja jetzt echt genug. Ich könnte 10 Lagerfeuer aufstellen mit den Dingern. Nehmen wir natürlich auch. Das nehmen wir auch komplett mit. Das ist wieder was für die Beete. Die kannst du dann gleich scrubben. Ich sag, abbauen tue ich heute nichts, habe ich gesagt. Außer Cobblestone-Zeug. Schön. Essen ist immer cool. Waren das Kürbissamen, gell? Da war nichts. Untenrum sollte man durch sein. Lumli 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 lum. Und schon bin ich wieder voll. Aber wir benötigen auf keinen Fall heute nach Glas. Das können wir scrappen. Die 3 Steine, die sind nachher schnell geholt. Ich muss kurz runter, glaube ich. Die da, wenn ich scrap, wissen wir ja. Habe ich noch irgendwas, wo ich das reinhauen kann? Die kann man ja leider nicht verändern, farblich mehr. Ja, ist alles gemacht. Was ist in deiner Machtstand? Bücher sind wichtig. Oder halt auch Papier in dem Fall. Okay, kurz runter ausladen. Machen wir uns keinen Stress, oder? Guck mal hier. Besser spät als nie. Batteriebank. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Oh. Habe ich noch nie gefunden. Nehmen, benutzen, zerlegen. Nee, mach das jetzt richtig. Batteriebank. Buch ist kein Ort mehr. Verursacht 20% mehr Schaden an Eigentum in einem gesicherten Gebiet. Bank, Alterle. Die ist gar nicht teuer. Benutzt, um Strom für deine elektrischen Komponente zu erzeugen. Alter, die Batteriebank ist das Pendant zum Generator, oder? Oder war das so? Oh, da kenne ich mich noch nicht aus. Da muss ich mal gucken. Klingt auf jeden Fall schon mal super interessant. Das war eins für 100. Ja komm, jetzt machen wir jetzt hier bis zu den Buchregalen. Ich gehe kurz raus, lade mein Zeug ab. Kannst du hier runterhopfen? Ja, geht, gell? Nimm aber deinen Kolben schon mal in die Hand. Wichtig ist, dass du dir keine Haxen brichst. Schaffen wir das bis um 4 das Gebäude? Ich hau's weg, oder? Wir sind richtig effektiv heute. So. Gemütlicher Trott wie immer, aber doch irgendwie effektiv. Genau, die kannst du jetzt schon mal rüber machen. Sammel halt keine 9 mehr ein. Das darfst du auch rüber machen. Ich nehme nicht an, dass wir hiervon noch finden. Das werde ich jetzt in Zukunft daheim scrappen. Das dauert mir einfach zu lang. Das kann rüber. Ditte. Eigentlich kann fast alles rüber. Die kannst du auch komplett rüber schmeißen. Aber den 5er behalte. Das ist nämlich jetzt dein neuer. Bücher für dein Handy. Ich muss niesen, glaube ich, für den Fall der Fälle. Falls einer extrem laut hat. Jetzt. Entschuldigung. Ich vergesse es meistens rauszuschneiden. Normal schneide ich das raus, wenn ich dran denke. Aber es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich es vergessen habe. So, genau so war es beim letzten Mal, ne? Jetzt gehen wir wieder rein. Und freuen uns, dass wir uns ein ganz kleines bisschen auskennen. Lumlilum. Ab jetzt, immer wenn ich es ankündige, habe ich normalerweise den Drang, mich zu verlaufen. Allerle. Lesser, nicht Lesser, Nameless. Hier müsst raus. Hier rüber. Zweites Fenster. Stopp. Rein. Bis jetzt war mal gut. Und jetzt müssten wir nochmal, da habe ich ja alles raus, ne? So.
Jetzt geht's zu den Buchregalen. Er ist ja schon fit, ne? Stopp. Ja, das reicht nicht ganz bis um 4, aber guck mal, wir sind ja schon fast durch. Was haben wir hier? Speere, Körpertreffer. Ja, ist nicht so wichtig, aber was man hat, hat man. Macht dich halt stärker, jeder Skillpunkt. Du kannst dann auch mal irgendwann, wenn du Bock hast, einfach alles wechseln. Fertige panzerbrechende 9mm. Bämsle. Ist okay, da hätte sich neben Lesser gefreut. Du hast gesagt, du lässt die Pflanzen liegen. Jetzt habe ich sie schon wieder eingesammelt. Geil. Staubmäntel. Bleibt das Kälte auch nicht zu schlecht abschneidet. Da kann man Staubmäntel herstellen jetzt. Cool. Einmal haben wir die Holzfäller letztens gehabt. Das wird dieselbe sein. Dann kannst du es scrappen. Jetzt nimm da wieder mit was 10. Jetzt räumen da wieder ab. Dinge, die die Welt nicht braucht. Wieso sieht denn die Tapete an der Stelle so komisch aus hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, jetzt wird's 4. Schade drum. Alterle. Lass die Pflanze liegen. Noch ein besserer, oder? Guck mal. Ausrüsten, reparieren, zerlegen, fallen lassen, Rezepte. Ich weiß nicht. Vielleicht muss man es einfach nur drücken, ohne dass es dabei steht. Oder es geht nicht und ich hab... Du warst hier drin, ja? Hobbitik stirbt auf dem Klo? Tabletten sind immer gut. Da waren wir gerade. Zwei Stück, links einer, rechts einer. Der Gelbi. Das war der erste, der mich getötet hat in dem einen Haus damals, oder? Muni ist sehr gut. Klamotten kriegt der Handy. Schlappmau. Was hast du bewacht? Ich spart dich zerbeugendes. Und? Da müssen wir vielleicht ab und zu mal gucken, ob wir da nicht einen besseren Ahn kriegen. Der hat jetzt nur die Werte gedreht. Ist egal. Wir sind ganz gut durchgekommen, finde ich. Wieder Säure. Hier ist nix, hier ist nix. Da weiß ich natürlich nicht mehr, das merke ich mir nicht, ob dann da ein Safe war oder nicht. Dafür habe ich es einfach zu wenig gemacht bisher. Die will ich auch mitnehmen, ja? Na? Der ist durch. Der ist durch. Die Schaufel. So. Ah ja, Leute, dann haben wir eine schöne Mission gemacht. Sind wir echt weit gekommen. Da ist nochmal der Freaky. Das lassen wir jetzt weg. Das lassen wir auch weg. Da haust du mal dagegen. Ich trau den ja nicht. Einer ist schon noch da, gell? Bisse. Wir können zusammen. Sie schlägt daneben und ich schlag daneben. So. Ja, sehr schön. Kann ich mir gleich ein paar Flex bauen? Alles schon mal herrichten. Dann können wir daheim gleich direkt ans Bauen gehen. Achso, Ölschiefer und Brunnen, ne? Nö, ich glaube, ich habe soweit alles cool, was ich wollte. Schöne Geschichte. Es war eine schöne, gemütliche Nacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht jetzt. Das ist genau das, was ich gebraucht habe heute. Mal kurz hier gucken. Ist alles gut. Gehen wir an der Hauptloot. Machen wir erst hier noch weg. Ding haben wir leider keinen dabei. Süßigkeiten für besseren Loot. Nächster Skillpunkt. Was war der nächste Skillpunkt? Boah, da kümmern wir uns drum, wenn wir ihn haben.
Jo, Schmerzis. Sehr schön, eine bunte Munitionsmischung. Machen wir gleich die Kiste. Muni, die haben wir jetzt auch einmal besser. Ich glaube, unsere war 3. Die habe ich sogar installiert, die Mod. Das brauchen wir nicht. Aber schon wieder eine Verbesserung. So, also, ich werde wahrscheinlich die Folge morgen so machen, dass wir ein bisschen gemeinsam Ölschiefer besorgen. Dass wir ein bisschen gemeinsam am Brunnen unterwegs sind, Quests abgeben. Und dann machen wir Falle. Ey, was ich Motortoolparts finde. Das Rezept wäre eine Geschichte mal wieder. Ist da noch eine drunter eigentlich? Jo, tatsächlich. Dass ich es nicht vergesse. Ey, wir haben auch noch ziemlich viel Platz, ne? Das passt. Das heißt, ich räume jetzt ganz bisschen komprimiert alles ins Motorrad. Und dann switche ich rüber in die nächste Folge. Hole ich euch natürlich dazu direkt. Dann gehen wir Ölschiefer farmen. So machen wir das. Nee. Ja. Jo. Wenn du da auf den Absatz und dann hier so. Perfekt. So. Kann sein, dass wir vielleicht als nächstes tatsächlich die Kirche bei uns daheim machen. Schauen wir mal. Wunderschön. Tag 30. Leute, morgen geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und ich sage soweit bis morgen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.